Sanitär, Heizung, Klima, Handwerk stehen eine immer größere Gerätevielfalt und ein wachsender Markt immer weniger Arbeitskräften gegenüber. Können Smart Classes Anlagenmechanikerinnen und Mechaniker im Arbeitsalltag unterstützen? Smart Classes werden ähnlich einer Brille am Kopf getragen und können Informationen in das Sichtfeld des Trägers einblenden. So lassen sich Informationen zu Anlagen darstellen, Bilder und Videos abrufen, sowie Arbeitshilfen einblenden und durchsuchen. Zuvor genutzte Hilfsmittel können ersetzt und Ressourcen gespart werden. Smart Classes können bei der Aufgabenausführung unterstützen. Auch nicht einsehbare Bauteile lassen sich darstellen. Benötigt man Expertise, kann man über Videotelefonie sein Sichtfeld mit Experten teilen und mit ihnen sprechen. Die Steuerung von Smart Classes erfolgt mittels Hand- oder Touchgesten sowie Sprachbefehlen. Für die Ausführung der Arbeitsaufgabe bleiben die Hände frei. Der Anlagenmechaniker kann sich auf seine Aufgabe konzentrieren. Die benötigten Informationen sind im Sichtfeld verfügbar. So lassen sich nicht nur Produktivität und Arbeitsqualität steigern, sondern auch die Gesundheit und Lebensqualität der Beschäftigten profitieren. Hinsichtlich Inklusion und gesundheitlicher Entlastung besteht die Möglichkeit, dass Mitarbeiter mit gesundheitlichen Einschränkungen Kollegen vom Büro aus über Videotelefonie unterstützen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig und erstrecken sich über verschiedene Bereiche. Eine Befragung im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Hochschule Fulda hat folgendes Stimmungsbild bei Beschäftigten der SHK-Branche zum Thema Smart Classes ergeben. Smart Classes werden als nützlich, einfach zu benutzen, risikofrei und als gut vereinbar mit dem Alltagsgeschäft wahrgenommen. Die Befragten können sich vorstellen, Smart Classes zukünftig zu nutzen und stehen ihnen positiv gegenüber. Smart Classes können zukünftig eine relevante Rolle spielen und Anlagenmechanikerinnen und Mechaniker im Arbeitsalltag unterstützen.